Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Rune Factory 5. Ich würde sagen, lade doch mal bitte. Okay, also wir wissen jetzt, irgendwas ist hier auf der Handelsroute. Und ja, scheinbar ist es eine Aufgabe für uns, beziehungsweise alle stecken in der Klemme, da wegen der tobenden Monster weder neue Waren noch Leute nach Rigbard kommen können. Ja, also meine Vermutung war ja im letzten Part, ups, das ist die falsche Taste, dass hier irgendwo in dem Bereich ist so eine Route, das könnte aussehen, als ob das hier wäre, dass da irgendwas ist. Deswegen rekrutieren wir mal ein paar. Gut, das nehmen wir auch schon mal mit. Leute, die uns da unterstützen werden. Darunter wird natürlich wieder die gute alte Lucy sein. Ja, ich will aber nichts von dir. Ich möchte eigentlich nur mit Lucy reden. Lucy, komm. Ich möchte plaudern. Ziehen wir gemeinsam los. Ja, ich habe dich auch erpresst, genau. Sowas von erpresst habe ich dich. So, Lucy. Wir gucken gleich mal, wo Reinhard ist. Nee. Da ist Reinhard auch nicht. Nein. Nope. Er ist wieder da. Aber wo ist... Ah, Elsie ist da. Okay, gut. Es liegt alles auf dem Weg. Da. Passt sich. Ist perfekt. Wir nehmen Elsie mit. Und Reinhard. Nein. Eigentlich sollte Elsie was zu essen hinwerfen, wenn ich irgendwie wenig Energie habe, aber zurzeit stirbt sie immer noch schneller. Aber gut. So, dann Reinhard. Der ist irgendwo hier. Da ist er ja. Ah. Genau. Wir ziehen gemeinsam los. So. Okay. Dann, ja, den Weg kann ich jetzt mir das Teleportieren sparen. Das dauert, glaube ich, länger, als wenn ich da jetzt zu Fuß hinlaufe. Dann, ja, ist ja eigentlich nur noch links lang und... Ich habe so gut getroffen, Leute. Ich habe so gut getroffen. Also wirklich, besser kann man gar nicht treffen. Wow. Und tschüss. Und weg. Nehmen wir gleich mal mit. Sonst ist hier weiter nichts. Nein. Da ist dann nur eine Kiste und ich bin falsch abgebogen. Verdammt. Das war jetzt doof von mir. Aber gut, dann passiert das halt mal so, ne? Ein billiger Armreif bekommen.
Warte mal, ich kann auf den billigen Armreif kann ich doch jemanden geben. Wo haben wir ihn denn, den billigen Armreif? Was macht er denn? Magieabwehr plus 5. Geben wir ihr. Ist sie schon mal besser ausgerüstet? Ich würde sagen, dass das schon mal lohnenswert ist. So, hier sind wir jetzt aber auf dem richtigen Weg. So, die spawnen immer wieder und das nur, weil ich nicht weiß, wo der entsprechende Punkt dafür ist, wo deren Spawn ist. Aber auch das finde ich halb so schlimm. Da sind Küffel. Ich könnte versuchen, mal so einen Küffel zu zähmen. Ja. Danke. Das hat so gut funktioniert. Oh, wie geil. Ich zähme mir einen Küffel. Oder auch nicht. Beziehungsweise, wahrscheinlich zähmt man so Küffel. Man bringt sie einfach um. Okay, haben wir alle? Ja. Halt das noch. Nimm den Panzer. Ein Insektenhorn. Okay, gut. Jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Also hier ist das erste, wo wir abbiegen können. Die Frage ist halt, will man hier abbiegen? Ach, hier sind Holz. Ist jetzt gestiegen. Einmal hochheilen. Und dann schauen wir jetzt hier, was mit der Route los ist. Bin der Meinung, das muss hier sein. Wann haben wir zum Beispiel wen? Könnte vielleicht sogar schon relevant sein. Hier haben wir das. Nee, das bringt mich nicht weiter. Da brauchen wir das. Einmal hochheilen und ich sehe, dass ein Weg ins Innere führt, aber ein Felsbrocken versperrt den Weg. Okay, aber das scheint dann auch nicht der richtige Weg zu sein. Dann gehen wir mal weiter. Kann das denn sein? Ich weiß nicht. Ein Elefun. Und kaputt. Einer der Elefants hat irgendwas gedroppt. So, wenn wir jetzt hier hochgehen. Nee. Okay,
Oder wir müssen wieder einen Tag warten. Das kann auch sein. Das hat man ja gerne mal bei dem Spiel. Du musst einen Tag warten, bis hier das freigeschalten wird. Komme ich hier in den unteren Bereich? Das ist natürlich dann sehr schade. So. Okay, wir haben auch alle platt. Keine Ahnung. Ich gehe wirklich mal davon aus, dass wir einen Tag warten müssen. Alles andere, wie gesagt, ergibt keinen Sinn für mich. Wir können jetzt hier nochmal runtergehen. An den Strand. Gucken, ob es hier irgendwas gibt. Außer eine Kiste. Grünfix. Dann gehen wir jetzt oben lang. Hier scheint es auch was zu geben. Jedenfalls eine Kiste. Turmtor. Ihr macht mir eh irgendwie keinen Schaden, ne? Da ist noch einer. Oh. Das ist auch schön. Windschall. Okay. Nehmen wir noch mal ein bisschen Kraut. Was haben wir hier? Nix, ne? Nee, hier kann ich nur mit Reinhard reden. Achso, grünes Gras, okay. Komm. Wow, ich habe schon zwei Spezialattacken voll. Deswegen leuchten die. Aber vielleicht ist die Handelsroute auch eine Schiffsroute. Deswegen. Ich würde sagen, alles ist möglich. Oder auch nicht. Schade. Ja. Das ist, ja, bedauerlich. Das ist ja bedauerlich. Gut, die hauen um 19 Uhr ab. Das heißt also schlussendlich, ich lasse jetzt erstmal bei mir rumlaufen. Gibt jedenfalls ein paar Pünktchen. Moment, ihr habt hier irgendwas zu entdecken? Moment, die haben hier irgendwas da. Wow. Das war's. Das haben sie gefunden. Ich bin so stolz auf euch, Leute. Ich bin so stolz auf euch. Ihr seid einfach die Besten. So. Soweit gibt es keine Aufgaben. Halt, ich wollte auch mit dir reden. Aber eventtechnisch ist hier noch nichts. Dann laufen wir hier einfach mal rum in der Hoffnung, dass die irgendwann mal reagieren. Mal so ein paar Schatz suchen hier. Da haben sie reagiert. Aber wo reagieren sie? Hier nicht mehr.
Irgendwo hier muss es sein. Yay. Danke. Und es steigert auch eine Fertigkeit. Also insofern, es ist eigentlich lohnenswert, das doch mal zu machen, ne? So, alles einstecken. Und hier wieder langlaufen und hoffen, dass wir hier irgendwas mit denen finden. Und wenn wir nichts finden, dann ist das halt so, ne? Dann, ja, muss ich halt mitleben, ne? Wobei, jetzt könnte ich ja eigentlich glatt mal sagen, ich gehe mit euch angeln. Sofern das geht. Ich glaube, ich hatte mal im Trailer gesehen, dass man mit irgendjemandem zusammen... Guckt euch den großen Fisch an! Ein Taimen. 1,73 Meter. Yippie! Zwei auf einmal gefangen. Okay, der war groß. Aber ich... Ich finde es schade, dass die jetzt nicht mitfangen. Also sie stehen jetzt wirklich nur hinter mir und gucken zu. Aber wie gespannt sie zugucken, ne? Ein Kaulbarsch. Und sie gucken weiterhin zu. So. Aber ich muss sagen, schade, dass nicht das ist. Achso, mit X kann ich das Interface ausblenden. Finde ich auch interessant. Na komm, und jetzt Fisch, beiß an. Ich steigere mein Angeln gar nicht. Na, immer lege ich ihn ab. Das finde ich jetzt ärgerlich. Warum steigere ich mein Angeln denn nicht? Einfache Rezepte. Achso. Medizinische Rezepte. Hammerrezepte. Wo haben wir denn hier? Werkzeuge habe ich schon 48%. Wow. Angeln. Okay. Kann ich denn mit euch angeln? Ja, geh schon mal nach Hause kommen. Das bringt ja nichts, wenn ich die die ganze Zeit bei mir habe und die machen ja eh nichts. Ich finde das praktisch, dass wir jetzt hier so einen schönen Fisch bekommen haben. So, dann schauen wir hier mal rein. Hineinsehen. Was könnte ich denn da mal verkaufen? Unkraut habe ich in Massen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Onigiri schon mal verkauft hatte. Egal, komm, verkaufen wir. Schokolade definitiv schon mal. Kräutermix, weiß ich nicht, verkaufen wir. Das Brot habe ich definitiv noch nicht versendet. Kleines Fell auch noch nicht. Billiger Armreif, komm. Insektenhorn. So, ein bisschen aufteilen hier. Achso, es steht sogar dabei. Nicht versendet. Versendet schon. Nicht versendet, nicht versendet, nicht versendet. Hatte ich schon mal versendet. Okay. Die sind identisch. Cool. Versendet, versendet. Versendet, versendet. Versendet. Es ist Nährstoff. Formel A.
Traubensaft, nee, der ist mir zu wichtig. Kleber brauche ich auch. Den Fisch habe ich jetzt schon drin. Versendet, versendet. Schokolade habe ich noch nicht versendet. Eine Rübe Stufe 1 habe ich noch nicht versendet? Nee, halt, stopp. Es muss doch falsch. Habe ich versendet. So. Ich habe auch noch nicht so einen einzelnen Stein versendet. Sowas auch noch nicht. Auch das Spinat will ich behalten. Okay, damit müsste ich jetzt meine prozentuale Rate aber nach oben bringen, gehe ich mal davon aus. Das ist interessant zu wissen, das ist so dann... Man muss echt mal drauf achten. Aber das ist halt... Man kriegt so viele Informationen hier auf einmal. Man muss dann damit klarkommen. Das ist dann, ja... Nicht ohne. Dann gehen wir mal schlafen und schauen uns den nächsten Tag an. Wo ist mein Schlafen? So, wir schauen, wir schauen, wir schauen. Ist wahrscheinlich noch früh, deswegen ist jetzt hier noch nichts. Ja, geh mal davon aus, es liegt jetzt daran, dass es früh ist. Oh, es regnet. Regen ist schön. Regen ist schön. Regen gefällt mir. So, dann, ah ne. Erstmal Lupe. Stufe 2. Stufe 2 Jamswurzeln. Okay. Wieso der Stein da gewachsen ist, keine Ahnung, aber das ist auch gut, das wächst. Kartoffel Stufe 4. Ach, Mist. Okay. Ich bombe aber schon mal ab. Ich bombe auch schon mal ab und bombe auch schon mal ab. So, ich pflücke mir nochmal und packe mich hier rein. Jamswurzel einmal, zweimal und dreimal. Ich packe mal da auch rein. Okay, das haben wir jetzt auch. Oh, ich bin so doof. Egal. So, die sind Spielkraut. Was hat er jetzt? Spielkraut? 4, Stufe 4, Stufe 4, Stufe 4, Stufe 4, Stufe 4, Stufe 4. Okay. Gut, also ich glaube, ich muss das dann eh nochmal pflanzen. Und verkaufen. Oh, das könnte ja eigentlich so genauso funktionieren wie... was mache ich da? Hineinsehen. Das Spielkraut will ich doch wieder haben. Idiot. So. Das waren jetzt die Kartoffeln, ne? Eins, zwei. Na komm. Und Kartoffeln da rein. Spinat ist Stufe 4. Ja, gut, komm. Krieg den eh gerade nicht hoch. Machen wir das so. Landwirtschaft ausgestiegen. Okay. So, dann kann ich jetzt diesen blöden Stein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich muss mich jetzt hier echt verdammt aufpassen, nicht, dass ich mir hier irgendwas wieder zerschieße. Ja. Rutscht, ne? Ist klar. Oh, da ist ein Event. Das finde ich gut, dass da jetzt ein Event ist. So.
Spielkraut. Ja, machen wir erstmal das Spielkraut. Gut, dann hier und hier. Und okay, dann haben wir das hier auch schon mal sicher. Rein. Mir noch irgendwas zum Sammeln. Alles, was Dünger und so weiter ist, da rein. Nein sehen. Jetzt gucken wir mal. Habe ich noch irgendwas, was jetzt noch nicht. Stiefel kann ich eigentlich noch wegschicken. Ich glaube, damit habe ich echt einiges jetzt abgedeckt. Von 10, erst 70 von 10, erst 7 von 10%. So, meine Güte. 10% muss ich erreichen, aber ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. So, aber jetzt kann ich endlich die Medizin herstellen, die er forderte. Den Erkältungstrank. Das kostet mich so viel, aber egal. So, Riker. Wollt ihr mich verarschen? Ach, liefere Riker einen Erkältungstrank. Okay, liefern. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Passt sicher, dass ich da in die Richtung E wollte. Um beispielsweise mein Haus aufzubessern, zu vergrößern. Ach, ihr wisst, was ich meine. Da ist der Riker. Morgen sind allgemein ätzend. Aber ein verregneter Morgen? Noch ätzender. Ich habe gehört, dass du jetzt ein Detektiv bist. Schätze, dass es ein klitzekleines bisschen besser als sieht. Im Gegensatz zu manch anderem nörgelt Terry nicht dauernd an mir herum. Terry ist mir immer lieber als... Du weißt schon, wer. Okay, also muss ich Ihnen das jetzt anders liefern, oder wie? Morgen ist Strandtag. Ja, ich glaube, ich muss es ihm jetzt anders liefern. Ich hoffe es. Also wenn du es weggibst, dann nehme ich es. Yes, abgeschlossen. Na komm, rede ich mit dir auch nochmal. So, jetzt muss ich nur noch die Zeit ein bisschen verplempern, bis das mal erledigt ist, dass die da sich bewegen. Jetzt wollte ich gerade sagen, mache ich das, indem ich hier reingucke, aber dann bleibt ja die Zeit stehen. Sende so viel du kannst. Oh, neuer Auftrag, Taschenerweiterung. Hm, das ist schön. Schildblume, Schwertblume, Gemüse Stufe 5, geht noch nicht. Schauen wir doch einfach mal, was wir hier so haben. Hier unten, stimmt, hier war die das Schokoladenschloss gebaut worden. Vielleicht ist ja auch hier etwas, was ich entdecken kann. Ich sehe etwas an der Unterseite vom Tisch kleben. Was ist das nur? Die Neugier bringt mich um, aber ich sollte es lieber nicht abziehen. Ich meine, eigentlich sind die hier sehr schön eingerichtet, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen.
wollte gerade sagen, das sieht aus wie eine Schreibmaschine, aber nee, das sind nur Schriftrollen. Hat das Studio Palmo nicht um 9 Uhr auf? Ich möchte etwas renovieren. Außenposten Rickbad, mehr Platz im ersten Stock. Klinik Rickbad, so kannst du Impfung erhalten. Erweitert außerdem das Inventar, das für Käufe verfügbar ist. Ermöglicht die Ausrüstung zu inspizieren, die du gerade benutzt. Erweitert außerdem das Inventar, das für Käufe verfügbar ist. Dina verkauft jetzt Fisch. Erweitert außerdem das Inventar. Erweitert das Inventar, das für Käufe verfügbar ist. Yuki verkauft jetzt Kleidung. Okay, Monsterstall und dann würde ich jetzt erstmal Rickbad erweitern, oder? Ergötzt dich gerne noch etwas länger am Anblick dieser meisterhaften Möbel. Und ich könnte sogar noch was renovieren. 50.000 kostet die nächste Stufe. Oh mein Gott. Ina verkauft jetzt Fisch. Die verkaufen Kleidung. Hier ist nur die Wand ändern. Nee, das lohnt sich nur nicht. Juhu, komm bald wieder. Die Frage ist, wie schnell wurde das jetzt umgesetzt? Und die nächste Frage ist, warum habe ich nicht teleportiert? Wäre das schneller gewesen? Ich weiß es nicht genau. So, immer schön einmal mit denen reden. Aber natürlich möchte ich das jetzt noch herausfinden für euch. Sieht es jetzt größer aus irgendwie? Nicht, ne? Nicht wirklich. Aber egal, wir haben die Aufgabe erfüllt. Das ist das, was ich noch wollte. Ernsthaft, ich habe nur einen Heiltrank bekommen für das... Doch, ich glaube, das ist größer geworden. Ja, es ist größer geworden. Hatte ich doch richtig gesehen. Okay, nice. Kann ich das jetzt hier erstmal ganz kurz dann in der nächsten Folge machen? Dann werde ich in der nächsten Folge ein bisschen einrichten und dann schauen wir uns noch das Event an und so weiter und so weiter und so fort. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal ganz herzlich bei euch, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschüss.